So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer vom Gotha Lokalfernsehen, von Oskar am Freitag TV. Heute sind wir, Sie sehen es wahrscheinlich, in einem Fitnessclub und nicht irgendwo, im Fitnessclub Revital in Schnepfenthal. Neben mir steht der Inhaber Jens Schilling. Herr Schilling, im Januar haben Sie 25-Jähriges gefeiert. Dass das Jahr so läuft, haben Sie sich damals nicht vorstellen können, oder? Nein, da hat man bei keiner selber dran gedacht. Das ist eine Sache, die für uns eigentlich unvorstellbar war, dass wir mal nach 25 Jahren unser Studio so lange zuschließen müssen. Ja, so lange zu. Es wird jetzt im Mai noch geschlossen sein, aber am 1. Juni dürfen Sie öffnen. Was wird sich für die Mitglieder ändern? Für die Mitglieder wird sich ändern, dass wir Hygieneregeln beachten müssen und auch wollen natürlich, dass einfach zur Eindämmung dieser ganzen Geschichte natürlich, dass wir da auch beitragen können. Ja. Sprich, es wird zum Beispiel keine Umkleiden am Anfang geben. Die Umkleiden sind geschlossen, die Duschen müssen geschlossen bleiben. Und wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, die aber aufgrund der Größe unseres Trainingsbereichs schon ausreichend sein wird für unseren Club. Aber wie gesagt, da gibt es halt bestimmte Personeneingrenzungen, also sprich. Nun haben Sie ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch sich selber nach einem Hygienekonzept gerichtet. Zertifizieren lassen, ne? Ja, zertifizieren lassen, ja. Und um Sicherheit für die Mitglieder zu schaffen oder für sich selber? Beides eigentlich, auch einmal für uns. Meine Mitarbeiter müssen ja geschützt werden, aber natürlich auch unsere Mitglieder. Ja. Was ist denn der Unterschied? Was erwartet denn die Mitglieder? Sie sagen, okay, keine Umkleiden, das haben wir anderswo auch, Sportvereine ähnlich, ja. Keine Duschen. Das heißt, die Leute kommen rein, können dann trainieren, aber eben unbeschränkt? Nicht ganz unbeschränkt. Das heißt, wir müssen auch, wie überall hier auch markiert, die Mindestabstände einhalten, die gefordert werden. Wir müssen Hygienevorschriften beachten. Also sprich, wenn man reinkommt, desinfizieren wir uns die Hände. Genauso beim Gehen. Ja. Und Ihre Mitarbeiter kontrollieren es? Die Mitarbeiter sind angehalten, das zu kontrollieren. Dafür haben wir auch Schulungen gehabt. Wie gehen wir damit um? Die Kunden werden halt darauf hingewiesen, dass auch nach dem Training die Geräte gereinigt werden. Da achten einmal die Mitarbeiter drauf, aber auch genauso unsere Kunden. Dafür stehen Spender bereit. Letztendlich müssen die Mitglieder mehr Sorgfalt an den Tag legen. Genau. Aber ich denke, unsere Kunden sind dazu bereit, weil 8 Wochen oder über 8 Wochen kein Training. Die Leute möchten einfach wieder ins Training kommen, egal unter welchen Voraussetzungen. Kommen wir mal ganz kurz zur Pause. Sie haben ja gesagt, 8 Wochen hätten Sie sich nicht vorstellen können. Ich muss mal ketzerisch fragen, das ist nicht böse gemeint. Wie lange hätten Sie denn noch durchgehalten? Tja, das ist keine leichte Frage, weil wir wollen ja auch unsere Mitarbeiter behalten. Also wir wollen keinen entlassen, sondern wir wollen wirklich auch die Zukunft mit unseren Mitarbeitern bestreiten. Und ja, finanziell war sicherlich noch Rückhalt da, auch zum Teil, weil unsere Mitglieder wirklich sehr solidarisch waren in dieser Zeit. Also wir konnten unsere Mitgliedsbeiträge weiter buchen als Art Kredit, den wir natürlich dann im Anschluss dann über Kompensationsmaßnahmen, sprich über Gutschriften, Gutscheine, die sie von uns bekommen können, natürlich auch Gutscheine für verschiedene Verzehrsachen. Das heißt, da bieten wir unseren Kunden natürlich... Also sie geben es zurück? Mit anderen, also 100% zurück auf jeden Fall. Also sie haben keinen Nachlass dafür. Das heißt, die Quote derjenigen, die gesagt haben, kein Training, kein Geld, war sehr gering? Ganz gering. Also wir haben in den Buchungen, die wir hatten, pro Buchung 1 bis 2 Leute, die eine Rückbuchung gemacht haben. Und da sind wir sehr stolz. Ich denke, man zeigt uns auch, dass wir mit unseren Kunden ein sehr gutes Verhältnis pflegen und auch die gut behandeln. Revital gilt ja als einer der größeren Fitnessclubs oder Fitnesscenter im Landkreis Gotha. Wie viele Mitglieder haben Sie denn? Ja, über 700 trainieren aktuell hier. Ja. 25 Jahre, ich sag mal so, wenn man sich umschaut, Sie haben moderne Technik da. Was hat sich denn in 25 Jahren eigentlich grundsätzlich geändert? Grundsätzlich hat sich natürlich die Einstellung erstmal zum Training. Früher waren ja mehr das Training auf Kraftsport oder Muskeltraining bedacht oder intensives Krafttraining. Heutzutage sehen Sie ja auch hier, wir haben investiert in modernste Gerätschaften, voll elektronisch steuerbar mit digitaler Trainingssteuerung. Und das ist eigentlich so der große Unterschied, dass die Leute heutzutage viel bessere Trainingssteuerungsmöglichkeiten haben. Ist das Anspruchsdenken? Hat sich das auch geändert?
Mit den Entwicklungen auf jeden Fall auch. Ne? Ja. Wie oft muss man denn heute trainieren, um zu sagen, okay, da tue ich was für meine Gesundheit? Jeden Tag, alle 2 Tage, 3-mal die Woche, 6-mal im Monat? Also die Sportwissenschaftler und die Experten von der Firma iGym, die empfehlen 2-mal in 10 Tagen. Das ist das, was ausreichend ist, um der Muskulatur Reize zu geben. Und gerade Thema Muskulatur ist ja gerade heutzutage ganz, ganz wichtig, weil die neuesten Untersuchungen sagen eben auch, dass durch Muskeltraining das Immunsystem am besten mit gestärkt wird. Sie sind Diplom-Sportlehrer, habe ich richtig in Erinnerung, oder? Nein, Diplom-Sportlehrer nicht. Wir haben aus dem normalen Beruf heraus nach der Wende dann ganz viele Ausbildungen gemacht in verschiedenen Instituten und bis zum Studioleiter. Ja, bleibt man mal beim Thema, genau. Also Sie machen das seit 25 Jahren. Worauf müssen denn die Leute mal völlig unabhängig von dem, was Ihre Mitglieder machen, worauf müssen denn die Leute, wenn sie jetzt wieder trainieren gehen, nach 8 Wochen besonders achten? Dass sie nicht gleich volle Power da rein um Gottes Willen, marschieren. Ja. Wir fangen natürlich mit dosierten Trainingsprogrammen an. Dafür stehen unsere ausgebildeten Trainer zur Verfügung, beraten die Kunden natürlich auch. Und natürlich auch heutzutage durch die modernen Trainingsgeräte, also das heißt auch unsere Cardio- oder Ausdauergeräte sind elektronisch gesteuert, haben spezielle Trainingsprogramme, die man dann eben auch durch Drücken dann entsprechend auswählen kann. Natürlich auch für die Gerätschaften. Die Firma iGym hat jetzt ein spezielles Immunbooster-Trainingsprogramm entwickelt, was jetzt sofort nach der Zeit dann unsere Kunden trainieren können. Das heißt, die haben dann wirklich abgestimmt auf das Immunsystem passende Trainingsprogramme. Also. Bleiben wir mal ganz kurz nochmal bei der Pause. Gab es irgendwas, was Sie in den 8 Wochen Pause machen konnten, was sonst immer liegen bleibt? Ja, also wir konnten mal, ja, am Anfang haben wir angefangen zu putzen, zu entrümpeln und dann haben wir angefangen zu renovieren, weil das ist ja auch während dem laufenden Betrieb gar nicht so einfach. Das heißt, wir haben dann angefangen, verschiedene Bereiche farblich zu erneuern, haben Renovierungen gemacht, haben den Ausdauerbereich neu modernisiert, gemalt. Wir haben unsere Körperwerkstatt, das ist also ein Bereich, wo Muskeltraining gemacht wird, auch komplett erneuert. Also wir haben viel für unsere Mitglieder auch getan. Ja. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Meine Damen und Herren, ich weiß, der eine oder andere hört es ungern, aber ich sage es wieder, bleiben Sie gesund. Herr Schilling, viel Erfolg bei der nächsten Zeit. Dankeschön. Viele Mitglieder, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch. Danke.